Ja, geschätzte Damen und Herren, lieber Franz, Herr Präsident, ist das richtig? Herr Präsident, geschätzte Altbotschafter, Bessler und Guldimann, freut mich, wir sind, ich bin eben bald Alt-Nationalrat, da können wir dann gemeinsam wehmütig in die Vergangenheit zurückschauen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr und möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, Franz, es ist dir vielleicht nicht bewusst, dass das für mich das absolutes Heimspiel ist, weil da, wo wir jetzt sind, ist, glaube ich, einmal der alte Kunststrassenplatz von Luzern gestanden, vom Luzerner Sportclub, Luzerner SC, LSC. Und dort bin ich als aufstrebender, jetzt muss der Tim Guldimann zuhören, dort bin ich als aufstrebender linker Mittelfeldspieler in einem grünen Leibli auftreten. Und ich stehe dazu. Das war eine ganz gute Zeit, 1986, zumindest im Kalten Krieg. Also wir haben da ganz innige Verbindungen zu Luzern. Und Sie wissen, die Weltwoche, der Titel ist schon erwähnt worden, die Weltwoche ist eine luzernische Erfindung. Vom Karl von Schumacher, Familie von Schumacher, in Luzern. Er war der Gründer der Weltwoche aus Zürich. Er war quasi ein Exil-Luzerner in Zürich, via Paris mit Manuel Gasser zusammen. Haben sie 1933, vor exakt 90 Jahren, im November vor exakt 90 Jahren, die Weltwoche gegründet. Also wir sind ewig, ich bin ewig dankbar der Stadt Luzern. Dank der Stadt Luzern gibt es nicht nur die Schweizerische Eidgenossenschaft. Die Urfusion zwischen den Gebirgskantonen und der ersten Stadt damals, Renaissance-Zeiten, nein, hat die Weltwoche verdankt ihre Existenz, der Stadt Luzern, da bleiben wir dankbar. Das Thema Neutralität ist ein Thema, das mich extrem beschäftigt und auch extrem bewegt. Und das hat auch biografische Gründe. Wobei damals hätte ich das nicht in einem biografischen Zusammenhang, wäre ich nicht auf die Neutralität gekommen. Aber Sie müssen wissen, ich komme aus einer Familie von Auslandschweizer und Ausländern. Also meine Großmutter war eine Deutsche, mein Großvater war ein Auslandschweizer, ein Berner Oberländer. Sein Vater ist auf Ostpreußen ausgewandert, hat als Oberschweizer, als Melcher und Käser, Käse haben sie, glaube ich, nicht gemacht, auf einem Rittergut in Ostpreußen geschafft. Dort ist mein Großvater aufgewachsen, hat immer Hochdeutsch geredet, aber einen Schweizer Pass gehabt. Und das war ganz wichtig als Bub, weil der hat mir natürlich immer erzählt, aus Ostpreußen. Und die deutsche Verwandtschaft, die auf Besuch kam, in den 70er Jahren. Und die Geschichte von meiner Kindheit, das sind ausschließlich Geschichten vom Zweiten Weltkrieg. Von den grössten Zerstörungen, von Flucht, von Mord und Verderben und von Unheil, von zerstörten Städten. Er hat uns erzählt, Königsberg nach der Bombardierung der Briten 1944. Der Fluss hat sogar gebrannt, die Menschen sind mit dem Asphalt verschmolzen. Das sei ein flammendes Inferno gewesen. Ich war damals noch nicht in den deutschen Städten unterwegs. Das hat man uns erzählt. Das ist wie so eine Horrorgeschichte. Das waren so Geisterbahnfahrten in der Kindheit. Und als ich dann das erste Mal auf Deutschland gefahren bin, hast du plötzlich einmal die deutschen Städte gesehen. Und hast gesehen, wie dort die Planierraupe der Geschichte drüber gefahren ist. Mit dieser Schuhschachtelarchitektur und dass die uralten Städte, dass die buchstäblich wieder aus dem Boden haben müssen gestampft werden, als ich das erste Mal in Berlin war, meine Damen und Herren, das ist noch nicht so lange her. Da sind dort noch Schutthäufen gestanden. Schutthäufen, das ist ein Teil noch gar nicht weggeräumt. Sie haben heute noch in Berlin haben sie Löcher in den Häuserzeilen. Du siehst die totale Heterogenität von der Architektur. Und das sind die sichtbaren Narben. Dann gibt es natürlich die unsichtbaren Narben, die Narben von all diesen Toten, von diesen Ermordeten, die du bis heute hast. Und irgendwann, ich weiss nicht wann, wenn du durch die Schweiz durchspazierst, und unsere Grosseltern haben immer gesagt, wenn wir über Politik geredet haben, die heim, mein Bruder mit so langen Haaren, wegen dem Vietnamkrieg protestiert hat, mein Vater noch,
katholisch-konservativen Ostschweizer. Der Kopf verdeckel nochmal, wieso schmeißen die Amerikaner immer Bomben auf das Vietnam? Wieso rühren die einen Napalm ab? Dann hat mein Vater das Gleiche gesagt, was ich heute damals höre. Also noch ein Wort und dann Moskau einfach, Bübli. Und geh zum ersten Mal deine Sauordnung im Zimmer aufräumen. Das war damals der kalte Krieg, jetzt haben wir auch wieder einen. Also die Diskussion, meine Grosseltern haben einfach gesagt, ihr in der Schweiz, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, was da draußen abgeht. Ihr habt keine Ahnung von Krieg. Ihr habt noch nie einen Krieg erlebt. Ihr wisst gar nicht, was das ist. Die Probleme, die ihr da diskutiert, das ist die reinste Wohlstandsverwahrlosung. Wenn ihr diskutiert darüber, wo ihr einen tollen Deckel macht, was ihr dort wollt, wenn ihr dort habt, da ist wieder irgendeine Strassenspur muss erweitert werden oder was auch immer, was es halt war. Wir haben keine Ahnung, wir sind völlig. Wir leben da in einer Blatter, in einem Paradies. Und wir wissen gar nicht, warum wir in diesem Paradies leben. Und dann irgendwann einmal, viel später, als ich schon Journalist war, durch Zufall, hat es mich dort hineinkatapultiert. Vom Sportjournalismus, Kulturjournalismus, kommst du plötzlich in Politikjournalismus. Und dann habe ich mir das erste Mal sozusagen professionell Frage müssen stellen, weil im Studium hat man uns da nie etwas davon erzählt. Im Studium hat man gar nicht von der Schweiz geredet. La Suisse n'existe pas. Die Schweiz ist damals sozusagen ein biologisch abbaubares, entbehrliches Nebenprodukt von der Weltgeschichte. Ich meine, die Schweiz, komm, weg damit. Und jeder, der etwas hat wollen, sie hat damals gesagt, also die Schweiz, das ist ja so ein klein karierter Seich. Ich will in die Europäische Union. Ich will da auf diesen roten Teppich marschieren. Dann hast du die schönen Frauen gehabt, an der Uni, wenn du das erzählt hast. Aber ich habe eben nicht einmal dort mitgemacht. Nicht aus Überzeugung, weil ich eine andere Meinung gehabt hätte. Ich habe mich eben mit anderen Sachen beschäftigt. Aber für mich ist dann die persönliche Frage relevant wurde, und das ist für mich heute die absolut entscheidende Frage im Journalismus, in der Politik, als Schweizer Bürger und als einer, der zweimal pro Tag eine Sendung macht, Weltwoche Daily, jeden Morgen um 4 Uhr muss ich das Zeug aufzeichnen. Und eine der wichtigsten Fragen, die ich mir stelle, ist, wieso eigentlich, meine Damen und Herren, warum sind die Brandbomben nicht auf Zürich runtergefallen? Warum sind die nicht auf Luzern runtergefallen? Warum stehen unsere Städte noch? Wieso sehen wir jetzt Wagenladungen von Touristen, grossartig, kein kritisches Wort über Touristen, die hier hinkommen, um das zu bestaunen? Du siehst die ganze DNA. Das ist wie wenn du so eine Gesteinsschicht auseinandersagen würdest. Da siehst du die einzelnen Ablagerungen. Wenn du durch Zürich, durch eine Schweizer Stadt laufst, siehst du die ganze Kontinuität von dieser Geschichte. Du siehst den Ursprung von der Schweiz noch. Du kannst sogar noch aufs Rütli marschieren. Du kannst im Zwingli sein. Ich weiss, den Zwingli sollte man da nicht zu laut erwähnen. Der Bruder Klaus, sein Haus, siehst du auch noch. Das steht auch noch. Das ist auch nicht kaputt. Das siehst du alles noch. Wenn du durch Berlin läufst, dann hat es dort so Glastafeln, die dir sagen, was da einmal gestanden ist. Und das ist doch die Frage, meine Damen und Herren, die wir uns stellen müssen. Warum sind wir verschont geblieben von dem? Jetzt kann man natürlich sagen, göttliche Vorsehung. Natürlich ist es göttliche Vorsehung, klar. Die Menschen hätten sich schon längstens tot gemetzelt, wenn es keinen lieben Gott gäbe, der schauen würde, dass die Kriege irgendwann wieder aufhören. Weil wir hätten uns schon längstens tot gemacht. Oder was ist es? Wir Schweizer sind einfach schlauer, wir sind gescheiter, wir sind einfach besser, wir sind genetisch bevorteilt, wir sind ethisch, moralisch, ist uns einfach mit dieser Alpenmilch und mit dieser sauberen Luft, ist uns einfach da sozusagen das Manna vom Himmel eingegeben worden und wir sind einfach die Grössten. Und die Gescheitsten und die Besten und überhaupt. Das finde ich zwar auch, aber ich glaube nicht, dass das eine belastbare Begründung und eine Erklärung für die Frage ist, die wir uns da stellen müssen. Und das ist jetzt meine subjektive, meine persönliche Überzeugung, was ich Ihnen da sage. Das ist nicht objektiv. Das ist subjektiv, das ist meine persönliche Überzeugung und ich finde es gut, dass wir das diskutieren heute Abend. Ich finde es gut, dass wir das kontrovers diskutieren und ich finde es gut, dass wir eine Initiative haben, wo wir das einzigartig auf der Welt auch in einer Volksabstimmung besprechen können. Meine Meinung ist,
dass der Grund, dass die Schweiz verschont geblieben ist, nicht in Reisswolf da, in Fleischmetzger hineingeschoben worden ist, dass es die Schweiz überhaupt noch gibt, ist Neutralität. Die Neutralität der Schweiz ist die Bedingung und letztlich die unverzichtbare, unerlässliche Grundlage, dass die Schweiz mehr oder weniger, man muss immer sagen, mehr oder weniger ungeschoren davongekommen ist. Dass die Schweiz überlebt hat. Die Neutralität ist nicht ein Kopfkonstrukt. Ein paar super Studierte, haben ja sowieso zu viel Studierte und zu wenig Gescheite, wo ein paar super Studierte sich ausdüftelt hätten irgendwo. Sondern die Neutralität, die ja weit, weit zurückgeht in der schweizerischen Geschichte, weit hinter der Wiener Kongress, nicht als völkerrechtlich verbriefte Akten oder als Urkunden. Übrigens 1815 haben wir dank dem Zar von Russland, dem Zar Alexander, unsere Neutralität bekommen. Der Grund allerdings war, weil er sich in eine Schweizerin verliebt hat, dank seinem Schweizer Hauslehrer Cherche la femme. Zum Glück hat er sich in eine Schweizerin verliebt. Es geht ja weit zurück in der Geschichte. Das ist die Überlebenstechnik, das Überlebensinstrument, das die Schweizer damals, die alten Eidgenossen, sich zugelegt haben. Und zwar ganz am Anfang, aus höchst verwerflichen Gründen, meine Damen und Herren. Die haben nämlich gesagt, wir exportieren Söldner. Wir exportieren Söldner da in der ganzen Weltgeschichte umeinander. Und wenn wir Söldner exportieren, dann dürfen wir ja nicht Krieg führen mit unseren Exportmärkten. Also wenn wir im Deutschen Söldner verkaufen, einem Italiener und einem Franzosen, dann sollten wir mit denen kein Mais haben, damit sie uns die Söldner abkaufen. Das sind die Ursprünge von einer Art neutralitätsembryonalen Vorstufe. Höchst verwerflich, aus heutiger Sicht würde man sagen, das sind dann auch noch himmeltraurige Siechen gewesen, die Eidgenossen. Ja, aber damals hast du nichts in der Schweiz. Wir haben leicht reden. Heute kommen wir ja mit dem goldigen Löffel im Maul auf die Welt im Vergleich, wie das damals war. Die müssen überleben. Und die haben sich überlegt, was machen wir? Also das ist mein erster Gedanke, den ich da reinbringen will. Ohne Neutralität, ohne schweizerische Neutralität. Und wir haben es gehört. Die schweizerische Neutralität ist nicht die Schlaumeier-Neutralität. Also wenn es uns nützt, dann sind wir natürlich nicht mehr neutral. Dann machen wir sofort mit. Und wenn es wichtig ist, wenn wir angreifen, sind wir neutral. Nein, die immerwährende, die glaubwürdige Neutralität. Und Sie hören jetzt immer, dass man sagt, ja, die Schweizer, komm, hört doch auf mit dieser himmeltraurigen Neutralität. Das ist doch das Allerschlimmste. Das ist doch völlig unglaubwürdig. Schauen Sie mal, Herr Köppel, im Kalten Krieg, was die Schweizer gemacht haben, heimlich weiss. Sie haben doch nie die Neutralität 100% umgesetzt. Die Neutralität ist nichts wert, die können Sie abschaffen. Wissen Sie, was ich dann an mich sage? Also gut, wenn Sie dieser Meinung sind, dann müssen Sie zum Beispiel auch Geschwindigkeitstempolimiten auf der Autobahn aufheben, weil es einfach Tätig gibt, die Geschwindigkeit überschreitet. Du kannst doch nicht ein Ideal abschaffen, nur weil es nicht immer perfekt umgesetzt wird. Das ist eine völlig abstruse Beweisführung, aber das hören Sie heute. Mit dem könnten Sie übrigens auch Mord nicht mehr verbieten, weil wir fangen ja nicht alle Mörder, die einen Mord gemacht haben. Wegen dem gibt man doch das Gesetz nicht auf, auch wenn es nicht perfekt umgesetzt wird. Also die Neutralität ist für mich die Grundlage, der Grund, dass es die Schweiz überhaupt noch gibt. Und wenn wir das wegnehmen, dann machen wir die Schweiz kaputt, beziehungsweise wir riskieren, dass in der Schweiz das passiert, was mir meine Grosseltern in der Kindheit bis zum Abwinken erzählt haben. Sicherheit, Schutz, Schutz der Bevölkerung, Lebensgrundlage von unserem Land. Und übrigens auch, ganz wichtig, das hat ein französischer Autor einmal aufgeschrieben, 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer Schweizreise, ein André Siegfried, was für ein Name für einen Franzosen, André Siegfried, die Schweiz, eine Verwirklichung der Demokratie, hat er gesagt. Die schweizerische Neutralität
ist das völkerrechtliche Siegel der schweizerischen Weltoffenheit. Und das ist für mich auch ganz ein wichtiger Punkt. Die Neutralität ist Grundlage auch von der Schweizer Weltoffenheit. Wieso kommen alle auf Luzern? Ja, weil Luzern noch nie Krieg geführt hat mit den Chinesen, mit den Deutschen, mit denen. Sie haben also mit den Zürcher Krieg geführt, aber wir kommen sowieso, weil es da viel schöner ist als in Zürich. Darum kommen auch wir wieder. Nobody's, also nehmen Sie es uns nicht zu fest übel, wenn wir da auch einfallen als Touristen. Aber das ist der Punkt. Also auch, dass die Welt heute in die Schweiz kommt, hat doch damit zu tun, dass wir als neutrales Land mit allen mehr oder weniger immer irgendwie gut ausgekommen sind, ausser man hat uns direkt angegriffen. Ganz ein wichtiger Punkt, Sicherheit und Weltoffenheit. Und jetzt der zweite Punkt, den ich noch bringen will, in einem kurzen Impulsreferat. Der zweite Punkt ist der folgende. Die Neutralität ist die Fessel von den Mächtigen. Die Neutralität ist wie ein Käfig für die Politiker. Und Sie sehen es heute in Bern oben. Der Alain Berset ist jetzt nicht unbedingt der Politiker, wo ich einen Fahnenumzug organisieren würde, dass er wiedergewählt wird, wobei ich hätte ihn auch wiedergewählt, weil du weißt ja nie, wenn du den Bundesrat abwählst, ob dann ein besseren oder ein schlechteren kommt. Also lass lieber die, die du weißt, wie es ungefähr sind, und nobody is perfect. Und Alain Berset hat einmal von Kriegsrausch geredet heute in der Schweiz. Wir haben den Kriegsrausch. Ui, 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 dann sind zu viel losgegangen. Das ist also unglaublich, dann haben sie ihn runtergestampft. Dann ist es vermutlich ein bisschen so gegangen, wie es mir geht. Nur mir macht das nichts aus, weil ich bin daran gewöhnt. Für ihn war das natürlich neu gewesen, weil er ist immer bejubelt worden und im Parfümregen und in der Blumenwolke haben sie ihm da die Burgfräuleins haben ihm da zu und so weiter. Ich will jetzt in die Details nicht reingehen von dieser ganzen Geschichte. Aber der Alain Berset hat zu Recht von einem Kriegsrausch geredet. Die haben einen Kriegsrausch oben in Bern jetzt. Die sind auch der Meinung, ja, man muss Neutralität wegrühren, die brauchst du nicht mehr. Man muss sie flexibel machen. Man muss Neutralität flexibilisieren. Wissen Sie, was das heisst? Dass unsere Politiker die Macht haben wollen, die Schweiz in den Krieg hineinzuführen. Gegen Bruder Klaus, mischt euch nicht in fremde Hände ein. Genau das wollen sie machen. Und darum, sie merken natürlich, die Neutralität ist ein Hindernis. Das ist für einen Politiker eine Fessel. Weil die Neutralität ist nicht von den Politikern erfunden worden, sondern letztlich, oder nicht für Politiker erfunden worden, sondern sie ist fürs Volk, fürs Land erfunden worden, weil sie unser Land schützt. Und sie schützt vor dem Krieg. Aber Politiker haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich in den Krieg hineinziehen lassen. Und man lässt sich je leichter in den Krieg hineinziehen, desto mehr andere in Kämpfen und man selber nicht kämpfen muss. Klar, wir sind dabei, wir machen Sanktionen, Wirtschaftssanktionen. Da merken sie, die nützen nichts. Ja, jetzt müssen wir Munition liefern. Ja, aber Munition langt ja nicht. Jetzt musst du ja Waffen liefern. Ja, aber die wissen ja gar nicht, wie man die Waffen bedient. Oh, jetzt müssen wir noch Soldaten liefern. So läuft es. Dann bist du in einer abschüssigen Bahn. Am Schluss bist du im Krieg. Die Neutralität ist ein Schutz fürs Volk und ein Fessel für die Macht. Und wenn sie die Neutralität wegrühren und aufweichen, flexibel machen, dann verschieben sie mehr Macht auf Bern. Dann können die Politiker in Bern über Krieg und Frieden entscheiden. Und jetzt komme ich dort an, wo ich eigentlich von Anfang an wollte hinkommen, nämlich zum Schluss. Zum Krieg und Frieden. Ja, wissen Sie, ich habe zuhause vier Kinder, die warten, und eine Frau mit der Stoppuhr. Da habe ich auch Krieg und Frieden zuhause. Ich lese im Moment, beziehungsweise höre das Buch, seit Wochen, Krieg und Frieden, Leo Tolstoi. Und ich weiss, viele von Ihnen haben das schon mal in der Hand gehabt und denken, das musst du jetzt mal lesen, weil du liest überall, den Kreib musst du lesen. Dann fängst du an zu lesen und irgendwann hörst du auf lesen. Also bis jetzt ist es mir immer so gegangen. Aber wenn es los ist, dann bin ich leichter durchgekommen. Und das ist ein grossartiges Buch. Und das ist ein Buch, wo ganz tiefe Wahrheiten und Weisheiten drin sind. Und die wichtigste Weisheit, und das ist meine Schlussgeschichte, die entscheidende Weisheit in diesem Buch ist, dass ein Krieg nicht beherrschbar
und nicht kontrollierbar ist. 1812, wo der Napoleon einmarschiert ist mit 600 bis 800.000 Mann in Russland, hat er nie den Plan gehabt, bis nach Moskau zu marschieren. Das war nie sein Plan gewesen, schreibt der Tolstoi, wenige Jahrzehnte nach dem Ereignis. Die Russen wiederum, wo heute Putin seine Hofhistoriker schreiben ganze Jubelgesänge über die Genialität vom russischen Generalstab, wie der da die Franzosen reingelockt habe und zermürbt habe. Alles dummes Zeug. Die Russen haben nie wollen, den Napoleon in ihr Land reinlocken oder auf Moskau reinlassen. Die haben ihn von Anfang an wollen kaputt machen an der Grenze. Einzig und allein wegen der Desorganisation und dem Führungschaos in der russischen Armee ist es unmöglich gewesen für sie, ihre Truppen so zusammenzusammeln, dass sie ihm hätten können eine Schlacht liefern, erst in Borodino. Und das zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, dass all die Meinungsgeneräle, die wir heute haben in den Medien. All die Putin-Durchschauer und Kriegsversteher und all die, die ihnen erzählen, dass man die Neutralität aufgeben kann und eine Zeitenwende und jetzt ist alles neu und der Krieg wird so und so laufen, wir müssen immer noch mehr Waffen reinpumpen. Das, meine Damen und Herren, das sind die gefährlichsten Aussagen, wie sie machen können. Weil die Dummheit der Menschen, zu glauben, du kannst einen Krieg beherrschen, das ist eine der grössten Dummheiten, wo die Menschen machen, leider machen sie immer wieder. Aber die Schweizer, da haben wir wirklich ein bisschen etwas voraus. Die Schweizer haben gesagt, wir sind eben genauso blöd wie die anderen. Wir sind genauso dumm wie alle anderen. Wir würden auch in die Kriege marschieren. Also sperren wir uns in einen Käfig ein und der heisst Neutralität. Vor allem sperren wir unsere Politiker in den Käfig ein, damit sie das eigentlich nie machen, was die Politiker da in diesem Buch und auch viele hundert Jahre bis heute machen. Deshalb, meine Damen und Herren, mein Appell, schützen Sie die Neutralität, schützen Sie die Schweiz, schützen Sie Luzern und vergessen Sie Zürich nicht. Danke vielmals.